herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 7 Remake. Wir sind auf dem Weg nach Sektor 7 und letzten Part habe ich stürmisch beendet, weil hier schon wieder so eine Kran-Scheiße ist. Ich mag dieses Feature nicht. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Muss ich ja. Hier lang, hier lang. Ich schätze mal, ich brauche das Ding. Um das Item da hinten abzugreifen. Und der Container muss bestimmt dahingestellt werden. Ah. Für Dumme wie mich, wir werden extra gelbe Linien gemacht. Ah, Square Enix, muss das sein? So ein dummes Minispiel. Es geht mir einfach nur auf den Nerv. Also seit man von Barrett und Tifa getrennt ist, die Abschnitte, die gekommen sind, also mag ich nicht so gerne. Davor ging es noch einigermaßen. Also der Teil des Spiels, Amplifikation. Da ist bloß das Problem, dass sie nicht rüberkommt, oder? Weil der scheiß Container muss doch bestimmt da sein. Ja, natürlich, den scheiß Container muss ich absetzen. Aris, mein Liebling, ich würde da weggehen. Weil ich werde Dinge tun. Und wenn du dann da stehen bleibst, könnte sein, dass wir einen hässlichen roten Fleck bekommen. Mal gucken, ob sie von alleine weggeht oder... Aeris, würdest du dich bitte da... Jetzt kann ich den scheiß Container da nicht hinstellen, weil die blöde Tussi da nicht aus dem Weg geht. Ich krieg zu viel. Hey! Ja, verpiss dich da! Ich setze sie da oben ab. Wenn du in den gelben Containerbereich hinläufst, ne?
Ja, jetzt komme ich da nicht lang, weil die Kuh im Weg steht. Wisst ihr, was es nichts Schlimmeres in Videospielen gibt? Aufgezwungene Minispiele. Es gibt nichts Schlimmeres. Staple die Container. Achso, kommt sie dann nicht rüber oder was? Und dazu ist die Steuerung dieses scheiß Greifarms zum Kotzen. Lass das bitte das letzte Krangedöns sein. Hier lang, hier lang! Und du hältst deine Klappe! Sonst lasse ich dich hier. Oder werde doch noch einen Container über deinen Kopf fallen lassen. Schade, dass es nicht geht. Die Versuchung ist extrem groß. So, jetzt mach dich nützlich und lass die scheiß Leiter runter. Will sie mich verarschen? Achso, ich muss den Kram wechseln. Warum geht das nicht mit einem Container? Geht die Hand nicht so tief runter oder was? Okay. Jetzt habe ich es anscheinend verstanden. Jetzt kann sie die Leiter runter machen. Danke. Ich lasse dir jetzt die Leiter runter. Schnack nicht rum, mach es. So. Bitte keine Kran-Minispiele mehr. Bitte, Square Enix. Bitte, bitte, bitte. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Ich hoffe, ein nächstes Mal wird es nicht geben, weil das nächste Mal klappt es bestimmt. Heißt, es gibt noch ein Kran-Mini-Spiel? Bitte nicht! Ich hasse die! Hey, ihr zwei toten Täubchen da! Ja, darauf stehe ich schon mehr. Ich bin irgendwie paralysiert, Cloud. Würdest du deinen fetten Arsch bewegen? Verdammt!
Geschafft! Da, der Ausgang! Das wird aber auch Zeit. Keine Kram-Minispiele mehr. Tut es mir nicht an. Gehst du da auch mal durch? Hier, bitte. Ernsthaft, Leute? Ja, das ist auch meine Reaktion. Ah, wir sind am Spielplatz. Das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Er hat richtig viel Lust dazu. Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. So, das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Okay, weiter geht's. Was jetzt schon wieder? Voila. Huh? Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Oha! Dann... Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Warum haben wir die sichere Abkürzung nicht genommen? Also dann, willst du los? Ja.
Ja. Oh? Oh la la! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst! Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komme klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also gut. Ja, los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Jetzt komm! Okay, gut. Los, Cloud. Keine Zeit zu verlieren. Bin ich mal sehr gespannt, was in den Walmart so abgeht. In den ganzen Trailern zum Remake hat man ja so ein paar Szenen schon gesehen. Ich hoffe, dass das nicht zu krasse Spoiler waren und dass da ein bisschen mehr los ist, aber gut. Da ist der Wagen. Aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird Tifa nicht mehr drin sein. Na, eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Dann machen wir das. Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je. Da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Das werden wir ja sehen. Das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Ja, Tifa hat jetzt zwei gute Argumente, ne? Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Ich niemals. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch. Oh je. Und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Okay. Oh, vielleicht. Kann ich da rein? Können wir vielleicht mit ein bisschen mit dem Schwert ein bisschen Nachforschungen anstellen? Aber anscheinend nicht.
Okay, hier geht's anscheinend rein. Jo. Bin ich mal gespannt, was sie aus diesem Ort gemacht haben im Vergleich zum Original. Willkommen auf dem Wahlmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Genau, tu deine Propaganda woanders verbreiten. Hä? Was ist das für ein Zeichen? Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turtelteufel. nein. Kein Interesse. Hast du da gerade kurz überlegt? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Wenn ich tiefer wieder habe, dann können wir darüber reden. Uiuiui, hier kann man sich ordentlich gut besaufen anscheinend. Na, was hast du im Angebot? Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Mhm. Eine neue Musikbox zum Beispiel. Herzlichen Dank. Geh aus dem Weg, Arieris. Gucken wir mal auf der Karte. Was ist das da? Shadley. Und da oben? Materialladen. Und da muss ich hin. Da ist ein Waffenladen. Okay, ich gucke mich erstmal kurz in den Materialladen um. Oh Leute, wenn ich hier bestimmte Sachen finden muss, ich werde mich so verlaufen. Ich werde mich so hoffnungslos verlaufen. Bin ich jetzt schon im Materialladen vorbei? Nein. Hier ganz hinten in der Ecke. Wie führst du denn dein Geschäft? Steh mal auf! Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Wie ein Hippie, ne? Mit seiner Brille und seinem Stirnband. Was gibt's denn so? Aha. Besten Dank. Das meiste davon habe ich. Okay, dann gehen wir zum Waffenladen. Kann, glaube ich, ziemlich geradeaus gehen. Dann mal hier. Ja. Heute habe ich mir eine honigsüße Belohnung verdient. Oh, wow, 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 was ist das? Das ist der Typ, den wir aus den Dings kennen. Ich hab mal aus den Augen. Ne, da oben läuft er. Ist was? Da steht auf jeden Fall was von Nebenstory. Kollege, dich kenne ich doch. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Ach so. Kennst du dieses Gefühl? Nein. Schade, aber hätte ich mir denken sollen, du siehst ja nicht geradeaus wie ein Poet. Und auch dein Gesicht spricht kaum ein Band. Bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Fürchterlich. Ha? Was ist? Hast du eine Frage? Hast du tiefer gesehen? Tiefer? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Hast du mich vergessen? Soll das etwa heißen, dass Tiefer hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt, um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh, ich habe keine Zeit zu verlieren.
Tifa! Tifa, ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, gute Frage. Nichts. Er ist immer so drauf. Okay. Und was habe ich jetzt davon? Dass ich die Nebenstory abgeschlossen habe? Geht aus dem Weg. Oh, da liegt was. Oh, dir scheint es nicht so gut zu gehen. Ah, das ist eine Sackgasse. Na egal. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Barriere. Hat sich nicht gelohnt. Habe ich nämlich schon. Du hast Alexander, die Esper Schoko aus dem Beschwörermaterie-Eis. Ich weiß es. Apropos, wo ich das, diese Unterhaltung jetzt höre, vielleicht hat Chadley einen neuen Esper-Kampf im Angebot. Chadley ist da, ne? Ja, das ist auch Richtung Waffenladen. Was treibst du überhaupt hier? Müsstest du nicht längst im Bett sein? Hallo Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Hast du eine neue VR-Mission? Schiefer. Ne, die habe ich schon. Okay. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay. Gibt's hier... Also... Ich würde verwetten, dass es hier Nebenmissionen gibt. Aber ich habe noch nichts gesehen. Also diese Johnny Miss, das war das Einzige. Bisher. So. Der Waffenladen ist anscheinend hier. Willkommen im Waffenladen des Walmarts. Gucken wir mal. Ein neues Schwert. Das im Endeffekt schlechter ist, aber ich sag mal nicht nein. Vielleicht gibt das gute Fähigkeiten. Was hast du sonst noch so? Oh, von diesen... Komm, lass mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Nächsten Part gucken wir uns hier mal ein bisschen sorgfältiger noch um. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.